Guten Morgen, es ist wieder Zeit für die monatliche Lackparade. Legen wir los mit den Neuzugängen. Ich habe mir nachgekauft von Ebelin wieder den acetonfreien Nagellackentferner in diesem violetten Pumpspender. Mein letzter hat nämlich leider den Geist aufgegeben, deswegen habe ich den jetzt aussortiert. Bin ich sehr zufrieden mit, hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, dass der eigentlich mit einem normalen Nagellack wunderbar zurechtkommt, nur die ganzen Glittersachen sind ein bisschen schwierig. So, dann sind neue dazugekommen von BU aus der aktuellen LE irgendwas mit Rock, lalala, ein Holographic-Lack und zwar die Nummer 992 Grey Illusion. Auf den bin ich schon mal sehr gespannt. Dann von Astor aus dieser Fashion Studio-Reihe Changing Metal Effect die 262 Copper King, nee, Cooper King, aber soll wahrscheinlich in die Richtung Copper gehen. Ein sehr schöner changierender Effekt, ist auch einer der Lacke, der mir aus dieser Reihe am besten gefallen hat. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, 5 oder 6 neue Töne. Dann habe ich mir zugelegt, jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, von Maybelline aus der Superstay-Reihe, die 866 Ruby Stained. Da habe ich jetzt kein Video zu gemacht, den habe ich nämlich gestern Abend frisch lackiert. Ist auch in so einem separaten Aussteller da, wo immer die ganzen Mascaras oben neu vorgestellt werden. Da waren jetzt 4 verschiedene Farben drin. Und das ist Ruby Stained. Finde ich eine ganz tolle Farbe jetzt gerade für den Herbst. Ist ein warmer Ton, aber ich finde ihn trotzdem zu meinem Hautton passend. Ich muss ja mal ein bisschen aufpassen, aber ich finde, der sieht gut aus. Also gerade auch bei blasser Haut finde ich den irgendwie sehr schön. Dann habe ich von P2 aus der Color Victim Reihe gekauft, die 970 Keep in Touch. Das ist so ein schöner Violettton. Und zwar habe ich den benutzt als Base Lack für den Fuo Nummer 51. Also diese beiden zusammen waren jetzt die Kombination der Wahl. Was ich da ein bisschen schade fand, ich glaube, das Violett war jetzt nicht so die beste aller Ideen, denn der ist ja schon sehr violettlastig und ich hatte den Eindruck, dass dadurch diese anderen Farben so ein bisschen abgesoffen sind. Also da ist ja eigentlich noch so ein Gold-Grün-Changier-Effekt drin in dem Lack, der da irgendwie wegen diesem kräftigen Basecoat sozusagen irgendwie nicht wirklich zum Tragen kam. Meine Schuld. Also beim nächsten Mal einfach einen dunkleren Unterlack verwenden. Und der letzte Kandidat, den ich mal wieder rausgekramt habe, ist von Barry M. die 313 Dusky Mauve. Das ist ja der sozusagen Chanel Paradoxal Dupe, der heiß gehandelte. Also eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Der Lack hält auch extrem gut. Achso, was ich übrigens noch zu der Kombi sagen wollte, die habe ich 10 Tage am Stück, glaube ich, getragen, ohne nennenswerte Macken. Es gab ein bisschen Tippwear unten und ansonsten einwandfrei. Keine Beschwerden. Eine sehr schöne Kombination gewesen. Jo, dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.